Sag mal was. Hey! Fleisch! Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der täglichen Dosis SEO. Cool, dass ihr euren Mittag mit uns verbringt. Genau, vielleicht erkennt ihr uns gar nicht mehr. Also mich, ja, und Alex erkennt ihr natürlich. Ja, hat natürlich hier durchgesendet die letzten 3 Wochen mit, wie ich sagen muss, super, super, super spannenden Gästen. Genau, und ich freue mich wieder dabei zu sein, ja, nach 3 Wochen. Und es ist ja wirklich unglaublich viel passiert in unserer SEO-Branche. Würde man wieder nicht denken. So im Sommer, da geben wir mal 3 Wochen in Urlaub, ne, da wird es schon nicht viel passieren. Ne, also was hier alles passiert ist, so, wenn meine Frau nochmal die Tür schließt, die kennt das alles, deswegen muss ja gar nicht mehr zuhören. Die weiß das natürlich schon. Genau. Ja, und heute würden wir einfach mal diese gesamten News gerne mit euch durchgehen, mal mit euch durchkauen ja, vielleicht auch mal ein bisschen eure Erfahrungen da einsammeln, weil, genau, also alles spannend. Gerhard hat schon geschrieben, hey, ich bin schon da. Super. Und Genau, der Gerhard hier. war übrigens gerade auch in unserer täglichen Dosis Wuchs, nee, Quatsch, das ist hier in unserer Wuchs-Sprechstunde, war er auch mit dabei. Ich glaube, er hat der World of Wuchs noch gesagt, er hat etwas Probleme mit der Anmeldung, hat dann aber doch geklappt. Cool, dass du auf jeden Fall mit dabei warst, lieber Gerhard. Der Ralf war auch dabei. Genau, Magus, hast du uns vermisst? Natürlich habe ich euch vermisst. Nein. Ja, genau, ich Weißt du, hatte. Markus, das tut nicht nur hier weh, wenn ich sowas höre, das tut auch hier weh. Naja, genau. Wie bei dem GE oder was? Wegen Genau. dem Pamela ist auch Herzen. dabei. Die war auch in unserer WUKS-Sprechstunde. Genau, da darf sie natürlich nicht fehlen. Hallo nochmal. Und natürlich ziehe ich mir hundertprozentig eine doppelte Dosis Wissen rein. Geil. Cool, dass du wieder mit am Start bist, beziehungsweise am Start warst, jetzt weiter mit am Start bist, liebe Pamela. Genau wegen Leuten wie dir machen wir das hier. Dann haben wir den Florian. Servus, Florian. Moin. Kommt da, genau, moin um 12. Naja, das ist noch okay. Und der LinkedIn-User, genau. Das ist der Thomas, der dabei Der ist. Thomas, geil, der Thomas. Servus, Thomas. Lieber LinkedIn-User Thomas, cool, dass du wieder mit dabei bist. Genau, der Armin fehlt. Wo ist Armin? I don't get it. Der Wo ist hat Armin? vielleicht auch Urlaub. Wie? War der Armin die letzten Male dabei? Nee, ich glaube eher weniger, ehrlich gesagt. Wieso? Also vielleicht ist er eher tendenziell gerade im Urlaub. Oder vielleicht Wo ist ist es auch gerade. Armin? Beziehungsweise, wenn jemand weiß, wo Armin in Urlaub ist, kann er bitte jemand mal kurz hinfahren, ne, und ihn sozusagen vor einen Rechner seiner Wahl zerren. Ja, nee, genau. Lassen wir ihm seinen Urlaub. Genau. Da fällt mir ein, Johann ist auch nicht da. Ist auch komisch. Ne? Echt komisch. Aber der Matthias ist da. Servus zusammen. Servus, du einer. Servus, Matthias. Cool, dass du mit dabei bist. Genau. Aber wir haben es ja gerade auch in unserer WUKS-Sprechstunde gemerkt. Es ist halt doch noch Ferienzeit. Einige Leute sind noch in den Ferien, sind noch im Urlaub. Entsprechend, das sei natürlich euch auch gegönnt, aber nichtsdestotrotz, wir senden weiter. Die Mariana ist dabei, Servus, auch lange nicht mehr dabei gewesen. Servus, Mariana, cool, dass du wieder mit am Start bist. Und der Jochen, der darf natürlich auch nicht fehlen. Hallo, Midnant, genau, hallo, Midnant. Hallo, Jochen, cool, dass du wieder mit dabei bist. Genau. Auch der Yannick darf nicht fehlen. Moin, Servus, Yannick, auch ein cooles Profilpic, muss man sagen. Genau. Ich würde mal sagen, übrigens, der Michael ist auch noch hier in unserem Clubhaus. Ich habe auch übrigens mal die App geupdatet. Ich habe gemeint, das muss ich doch mal machen. Finally. Oh, dieses horrible Clubhaus. Aber da ist der Michael, unser Mr. SEO. Genau, den ich auch gerade wieder ja auf der Campix irgendwie wieder treffen durfte. Auch sehr, sehr cool. By the way, Campix, ich habe das die Website-Boosting gelesen, auch mit dem Campix-Recap. Ich habe mir natürlich echt bepisst, dass natürlich auch der Mario da geschrieben hat mit dem Screaming Frog Sales Pitch entsprechend. Das fand ich sehr lustig. Aber auch wieder eine sehr, sehr gute Ausgabe der Website-Boosting. Das war natürlich hervorragende Urlaubslektüre. Oh, guck mal, der Simon kommt auch hier gerade ins Clubhaus. Servus, Simon. Cool, dass du mit dabei bist. Auch ein richtig, richtig guter SEO. Das haben wir natürlich sehr gerne im Clubhaus. Und apropos tote Bäume, ne, also Website-Boosting. Ich habe apropos noch eine weitere Sammlung toter Bäume und zwar ein neues Buch bekommen, hat mir nämlich der Markus geschickt zum Reitcampus Chinese Search Engine Optimization. Coolerweise nicht auf Chinesisch, sondern auf Englisch, ja, also kann auch jeder lesen. Genau, ein Buch über SEO für Baidu. Genau. Kennt ihr ja, der Markus geschrieben von Searchmetrics, hat ja auch unter anderem in China gelebt und ist Experte sozusagen für Ranking bei Baidu und hat ein super Buch dazu geschrieben. Also, wenn das für euch relevant ist, wenn das für euch interessant ist, dann will ich euch dieses Buch ja wärmstens ans Herz legen, hier von Markus. Also, vielen lieben Dank, Markus, auf jeden Fall.
Und wie gesagt, wir können auch noch eine Show machen mit Markus zusammen zum Thema SEO in China. Würde mich auf jeden Fall super interessieren. Interessiert es euch auch? Lasst es uns wissen, dann laden wir Markus nochmal ein. Ich habe ihn ja schon mal eingeladen, aber dann machen wir es wirklich. Genau. Also wie gesagt, tote Bäume, empfehlenswerte tote Bäume, immer gut. Aber jetzt lasst uns mal darüber reden, was hier alles passiert ist, während ich im Urlaub war. Und dazu mache ich mal meinen Screen an. Und ich erzähle euch erst etwas, was bald kommt. Und jetzt wieder natürlich bei uns zuerst gehört in der täglichen Dosis SEO, weil es kommt irgendwas Großes. Genau. Google scheint hier mit mehreren Banken zu sprechen. Aktuell und beziehungsweise steht scheinbar kurz vor dem Launch. Eigentlich war es jetzt irgendwie gemunkelt, dass es heute launchen soll. Vielleicht launcht es auch noch irgendwie im Laufe des Tages, wenn die dann in Mountain View mal aufstehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint hier Google mit mehreren Banken ja, irgendetwas, ein neues Konstrukt hier zu bauen. Die haben nämlich einen neuen CEO da gleich gehired with a network background. Genau. Und hier, this CEO will be tasked with creating a new network to compete with Apple Pay as the premier mobile payment platform. Ne? Das gab es vor nicht allzu langer Zeit, gab es mal einen Artikel in der Wired, ne, wo auch geschrieben wurde, hey, also Tech-Unternehmen finden jetzt oder sozusagen gehen langsam in die Banking-Richtung. Ne? Das ist ja auch genau das, was noch fehlt, was Apple hier entsprechend schon ein bisschen früher angegangen hat vielleicht als die anderen Unternehmen. Ne? Wir wissen ja auch, Facebook hat das ja auch probiert mit dieser einen eigenen Währung, so eine Kryptowährung wollen die da machen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch wieder schon begraben worden. Wie gesagt, also auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die ganzen Tech-Unternehmen ja sehr auf den Banksektor schielen, die ja allesamt auch ja noch sehr non-Tech fast schon sind, fast schon so Tech-averse sozusagen. Ne? Da geht es natürlich auch um Besitzstandswahrung, ja, hier bei diesen Banken. Und dann denken sich diese Tech-Konzerne, ey, was die können wir schon länger. Und wenn die nicht gescheit digitalisieren, dann machen wir es halt. Und das scheint hier so ein bisschen, ja, jetzt, ja, sich jetzt sozusagen zu abzuzeichnen. Genau, abzuzeichnen, vielen Dank. Ich wollte ein englisches Wort sagen die ganze Zeit gerade. Genau, von dem her wird es wirklich spannend. Also erwartet mal, ja, vielleicht noch diese Woche, also ihr erwartet diese Woche noch irgendein Announcement, soll in die Richtung gehen, dass hier vielleicht sozusagen Kreditkartensystem offline, online, hier in Zusammenarbeit mit diesen Banken, keine Ahnung, da wird viel spekuliert, ich habe viel gelesen, ist nicht ganz klar, was da passiert, aber auf jeden Fall, die Prämisse scheint klar, Google will jetzt definitiv hier Apple, diesen Apple Payment Kanal hier wirklich streitig machen und hier wird sehr bald sicherlich eine Ankündigung kommen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas hört, ihr wisst, ihr habt zuerst einen Artikel in Dosis SEO gehört, das ist doch was. Aber jetzt lassen wir mal darüber reden, was in der letzten Zeit passiert ist. By the way, während ich im Urlaub war, das war meine Lieblingsnews. Das habe ich natürlich auch bei uns im Slack-Channel ganz groß geshared. Exzessiv geshared entsprechend. Dynamic Rendering is a workaround and not a long-term solution. Ja, ich war kurz versucht, auch mal hier sozusagen Twitter auszuprobieren mit einem Meme, ja, wie, keine Ahnung, wie alle Botify-Kunden auf einmal so schauen, wie, Moment, ihr habt uns da was verkauft, wo jetzt Google in der Dokumentation sagt, dass es nur ein Workaround ist, auf keinen Fall eine Long-Term-Solution und dass man es eigentlich gar nicht so machen sollte. Ich muss darauf einfach rumreiten, weil ihr kennt das, ich habe das schon mehrfach hier auch in der täglichen Dosis ja thematisiert, dass ich es einfach ein bisschen lächerlich finde, ne, dass sozusagen hier Botify sozusagen mit dieser Dynamic Rendering Solution auf der einen Seite eigentlich sagt, hey, wir haben eine tolle Software, also vermeintlich tolle Software, mit der ihr eure Webseite hier optimieren könnt, aber wenn ihr es nicht machen wollt, dann verkaufe ich euch einfach Pflaster, beziehungsweise noch besser, ich verkaufe euch ein Abo für Pflaster, ja, am Ende des Tages macht man dann die Arbeit dann doch nicht, ja, und man läuft halt die ganze Zeit mit dem Pflaster rum und zahlt dann natürlich monatlich. Das freut dieses Unternehmen, ja, aber wie gesagt, also ich finde das ein Abo. Ich finde aber irgendwie, Pflaster ist irgendwie, glaube ich, noch nicht greifbar genug, weil ein Pflaster kann ich einfach wegmachen und dann
Dann habe ich dasselbe Problem wieder. Ja. Genau. Also Pflaster ist sicherlich nicht die richtige Metapher hier. Da hast du Weil, eindeutig. genau, weil du machst, du willst dich ja, also du bist ja richtig abhängig im Nachhinein davon. Und Genau, also ja, vielleicht so eine Droge. Ja, genau. Es ist halt wirklich, ohne die Droge geht es auch nicht mehr. Weil ohne die Droge geht dann halt dein Google-Traffic richtig runter, weil deine Seiten gar nicht mehr gecrawlt werden, weil das wird ja woanders gehostet. Ja, und dafür musst du zahlen. Ne? Also, wie gesagt, ich fand diesen Workaround immer krass. Ja, und auch, und wie gesagt, und für viele SEOs auch klar, wir haben interne Ressourcenprobleme und wir haben das nicht, aber es ist halt nur ein Fix. Ja, und dann muss ich aber dieses Problem auch strukturell angehen. Ja, aber mich abhängig machen mit irgendeinem Service, obwohl ich es selber machen kann. Who the fuck does that? Ja, also, ja, ich habe so viele Fragen und deswegen fand ich es super cool. Also, Google hat ja schon mehrfach, Martin Splitt hat es auch schon mal auf einer Konferenz gesagt, aber jetzt auch nochmal in Writing, es steht in der Dokumentation auch wirklich von Google, das ist nur ein Workaround, das ist definitiv keine Long-Term-Solution und auch nicht empfohlen. Ne? Genau, also wie gesagt, da rennen bestimmt ganz viele Vertriebler von denen rum und sagen, oh ja, bist du Lösung oder was weiß ich auch immer. Nein, nicht empfohlen, das ist nicht gut. Ja, und ich finde es auch echt doof, sozusagen die Leute eben nicht dabei zu unterstützen, es richtig zu machen, sondern wie gesagt, sie eher versuchen, abhängig zu machen an irgendeinem Service, den sie gar nicht brauchen. Whatever. Das waren meine 5 Minuten kurz zum Dynamic Rendering. Hat mich super gefreut. Also ich finde es echt cool, wenn ja, ich hier nicht nur eine Meinung habe, sondern sich diese Meinung eben auch in den Google Guidelines hier quasi widerspiegelt. Der Markus ist übrigens dabei, hört gerade mein Rant hier. Guten Tag, meine Lieben, geil. Genau, ich habe ja gerade erzählt hier Campix Recap in der Website Boosting. Genau. Cool, dass du mit dabei bist, lieber Marco. Ja, was haben wir noch? Wir haben, genau. Helpful Content Update. Das ist natürlich das große Ding. Wurde das eigentlich bei euch auch in den Shows thematisiert? Helpful Wir haben es Content? noch gar nicht thematisiert. Ich meine, es ist ja auch erst diese Woche rausgekommen. Das war jetzt eine Show, die wir am Dienstag hatten. Hm. Und da hatte ich ja Julia Zettel zu Gast und haben wir über die Customer Journey gesprochen. Dementsprechend dachte ich mir, das ist ein sehr, sehr gutes Thema, was wir zumindest für heute aufheben können. Ja, Und definitiv. tada! Ja, aber es ist halt auch wieder sowas, und was das für Wellen schlägt, ja, also ich war ja noch im Urlaub, ich habe am Montag, Dienstag noch Urlaub gehabt, ne, und was das für Wellen geschlagen hat, wo ich wieder, also ich wurde auch angefragt für, kannst du mir hier ein Statement geben, da ein Statement geben, da, also traditional media, ne, also jetzt nicht irgendwie irgendwelche SEO-Blogs oder was weiß ich auch immer, sondern traditionelle Medien, die eben dieses Thema des Google-Updates hier entsprechend auch aufgreifen, und ja, und eigentlich habe ich die ganze Zeit immer dasselbe geschrieben, also ich meine, das, was Google jetzt hier nochmal öffentlichkeitswirksam, ja, nochmal so unter die Leute bringt, ja, also das sollte wirklich niemand nervös machen. Also ich glaube, jeder, der da nervös ist, ja, und jeder denkt, oh mein Gott, hier könnte ich vielleicht getroffen werden, der hat schon jahrelang wahrscheinlich ein bisschen falsch gearbeitet, ja. Also und das ist ja genau der Punkt, also eigentlich jeder gute SEO, ja, jeder nachhaltig arbeitende SEO sollte ja genau eigentlich schon auf diesem Track sein. Und ja, aber wie gesagt, Google muss das natürlich angehen. Und ich glaube, der große Grund ist hier natürlich auch gerade diese unglaublich steigende Anzahl an AI-Content-Tools, ne, die es ja mittlerweile, es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Content-Tools entsprechend. Und gerade in Amerika werden die auch schon exzessiv genutzt. Ne? Hier in Deutschland, ja, fangen die Leute da an. Ne? Kai Spiesersbach ist ja so einer, der da versucht, auch so ein bisschen hier die Masse da zu treiben. Finde ich auch richtig gut. Ne? Aber wie gesagt, in Amerika ist das schon wirklich in Use. Also da kenne ich einige Geschichten, wo Leute hier schon exzessiv eben mit solchen AI-Content-Tools quasi ihre Seiten basteln. Ne? Und genau darum geht es, ne, glaube ich, Google halt hier sozusagen da mal direkt mal sozusagen einen Stopp zu setzen. Und hier geht es weniger darum, dass dieses Google-Update dann auch in der Lage ist, diesen Content zu erkennen und dann auch nicht, wie gesagt, nicht mehr so prominent zu ranken oder was weiß ich auch immer, sondern es geht hier, glaube ich, eindeutig auch nochmal um eine öffentlichkeitswirksame Aktion, ne? Dass ich sozusagen einfach das nochmal thematisiere. Und Leute verstehen, das ist nicht gut, das soll nicht passieren, das sollt ihr nicht machen. Ne? So ein bisschen auch die ganze Link-Building-Thematik und so. Also es geht ja nicht darum, wie gesagt, dass Google jetzt nicht sicher ist, hey, wir können jetzt hundertprozentig hier AI-Content erkennen, ja, der nicht helpful für den User ist und deswegen machen wir das raus, sondern es ist genauso wie bei den Links, ja, sozusagen, hey, ihr braucht gar keine Links mehr kaufen, weil wir können das automatisch erkennen. Ne? Es ist immer wichtig, hier nochmal sozusagen öffentlichkeitswirksam das hier natürlich zu spielen, ne? Weil genau, also wie gesagt, nur algorithmisch gewinne ich dieses Spiel ganz sicher nicht. Übrigens hier der Florian, geil hier. Ja, Markus ist back, he's on fire.
Wegen dem Dynamic Rendering. Vielen Dank, lieber Florian. Der dynamische Florian. Ja? Also, wenn man das vom dynamischen Florian hört, dann ist es natürlich nochmal mehr wert. Ich dachte, du sagst jetzt der flotte Florian und nicht der dynamische Florian. Florian. Oh, das ist auch gut. Genau. Wenn ich weiß, wovon ihr redet, wir reden natürlich von unserem WUK-Stammtisch. Genau. Hat mich super gefreut, auch den Florian mal wieder zu sehen. Genau. Und einmal on fire. Aber hallo. Genau. Was haben wir hier, Marco? Wie ist denn da meine Meinung zu AI-Content in der Perspektive? Solltet ihr nicht machen oder zeugt das Zeug Muster, die wir sehen? Also wie gesagt, grundsätzlich finde ich das schon super spannend, ne? Also auch hier mit AI-Content zu arbeiten. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben sich nicht die ganze Seite hier irgendwie zusammenklöppeln zu lassen von so einer AI, sondern das wirklich selektiv zu nutzen, ne? Also zum Beispiel für meine FAQ-Section. Ne? Also ich habe jetzt quasi einen Content zu einem Thema, mit dem ich mich auch richtig gut auskenne. Und das ist ja auch genau der Punkt. Weil wenn ich mich in einem Content, in einem bestimmten Bereich richtig gut auskenne, ne, dann will ich das doch auch zeigen. Ne? Ich will doch auch zeigen, dass ich mich da gut auskenne, ne? Und auch mein, ja, also mein persönliches Kolorit da sozusagen halt auch reinbringen, meine Meinung hier kundtun, weil ich habe mich ja mit diesem Thema auch eingängig beschäftigt. Ne? Und das ist auch genau der Punkt. Das kann ja ein AI-Tool nie, die kann ich nur mit Wörtern füttern und dann wird halt da irgendwas zusammengeklöppelt. Ne? Und das mag ja immer noch sozusagen so von der Keyword-Dichte und von der ganzen Semantik irgendwie auch, wie auch immer stimmen. Ne? Aber der Value ist halt nicht da. Also, und ich glaube, das ist immer noch sehr wichtig, dass man genau auch diesen Value mitbringt, ja, und auch wirklich zeigt, ja, oder versucht sozusagen auch herauszuarbeiten, weil aber dann eben vielleicht selektiv auch eben damit anzureichen mit AI-Content-Tools. Wie gesagt, wie zum Beispiel FAQ-Page-Schema, weil ich weiß halt, hey, ich habe jetzt hier halt 50 verschiedene FAQs, die muss ich jetzt hier nicht selber schreiben, sondern die lasse ich mir jetzt vielleicht mal vorschreiben, hier sozusagen von der AI, ne? Und dann gehe ich da nochmal drüber, ne? Und bringe da sozusagen auch hier nochmal mein eigenes Gusto mit rein. Ne? Also von dem her ist es, glaube ich, immer hier nur vorbereitende Arbeit, also und ich glaube, da helfen mir bei AI-Tools immer noch enorm, ja, also weil da sind wir natürlich schon immer noch länger besser, als was wir die letzten Jahre zur Verfügung hatten. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, es kann immer nur die Vorbereitung sein und sollte nie fertiger Content sein. Auf jeden Fall, wenn ich den entsprechenden qualitativen Anspruch hier habe. Aber nichtsdestotrotz, die Tools sind geil und sollte ich natürlich auch nutzen. Die wir nicht sehen, sorry. Achso, erzeugt das Muster, die wir nicht sehen. Also ich meine, ich glaube, Google erkennt da eine ganze Menge Muster in solchen Geschichten, die wir nicht so sehen. Also das kann ich mir nochmal auch... Ich muss an der Stelle wieder mal... Entschuldigung, ja? Ich muss an der Stelle wieder zurück an das Buch Quality Land entsprechend zurückdenken, wo die dann sagen, also das ist relativ einfach, mittlerweile Bot-geschriebenen Text von nicht-Bot-geschriebenen Text zu identifizieren, indem man einfach nur sagt, der Bot-geschriebene Text ist einfach grammatikalisch perfekt, während der händisch geschriebene Text ist eben nicht grammatikalisch perfekt. Und dass das der große Unterschied ist. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da irgendwie unterschiedliche Muster gibt, die wir vielleicht als Menschen nicht sofort wahrnehmen. Ich glaube aber allerdings, das ist gar nicht so das große Problem, eine große Herausforderung, sondern eigentlich, und das steht ja im Namen mit drin, es geht ja um Qualität für den Nutzer. Was ist Helpful Content? Und das bedeutet nicht, dass jetzt eine Kategorieseite mit dem schönen alten SEO-Text irgendwie deswegen auf einmal demoted wird, er wird halt jetzt auch nochmal hier an der Stelle, wird das öffentlich wirksam eben benannt, dass das eben keinen Mehrwert bietet. Wenn ich jetzt aber schaffe, wie auch immer AI-Content zu generieren, der die Fragen der Nutzenden entsprechend beantwortet, die zu einer Kaufentscheidung beitragen kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann trotzdem noch ein Value haben kann. Absolut. Und ich glaube, zwei wichtige Aspekte ja noch. Also wie gesagt, also erstens, ich glaube, es ist immer wichtig, wie gesagt, dass man da seine eigene Kompetenz mit einbringt. Ja, weil wie gesagt, wenn ich mir einen Artikel schreiben lasse zum Thema SEO von der AI gegenüber hier 25 Jahre SEO-Erfahrung, ne, also das ist ja ganz klar. Ne? Und das andere, was ich hier auch nochmal sehr wichtig finde, ist, glaube ich, auch noch Content Design. Ich glaube, Content Design ist hier auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also es geht gar nicht um den Content an sich, ne, sondern auch, wie das Ganze aufbereitet ist, ne, und findet der User auch, wie gesagt, schnell, was er eben gesucht hat. Also, wie gesagt, weil AI-Content, ne, so habe ich mir erstellen lassen, 1000 Zeichen bitte, wuff, ne, und dann habe ich so 1000 Zeichen Textwüste, perfekt, ja, also semantisch und Keyword-Dichte und was weiß ich auch immer, was mir jetzt wichtig sein kann, ja, ist jetzt hier perfekt sozusagen gegeben, ja, ist auch vollumfassend über das Thema, ist alles super, aber es sieht halt beschissen aus, ne, und man kommt da gar nicht halt entsprechend durch, weil auch das kann eine AI noch nicht, ja, den Content halt so aufbereiten, dass, also wie gesagt, der Content kann hier von der AI geschrieben, kann hier hilfreich sein,
aber der User merkt es gar nicht, weil heutzutage liest sowieso keiner mehr diese ganzen Sachen. Übrigens habe ich gehört, warum Facebook mittlerweile bei der jüngeren Generation nicht mehr hip ist, weil ich merke das ja auch, ist ja eigentlich alles jetzt mittlerweile Ü40. Du gehörst ja zur jüngeren Generation an, Genau, deswegen ist genau. Facebook nicht mehr hip bei Elterngeneration. dir. Nee, was sich noch auf Facebook tummeln. Und da gab es eine Voll Theorie, dass Swag. Facebook nicht mehr funktioniert, weil da zu viel, also da muss man zu viel lesen. Ne? Also sozusagen, die sind nur noch TikTok, Instagram, nur noch Videos sozusagen gewöhnt, die wollen gar nicht mehr lesen. Ich war schon damals irgendwie von Longform-Content zu Twitter 140 Zeichen. Ja, und jetzt wollen die Leute nicht mehr 140 Zeichen lesen, sondern nur noch Video. Wow! Ja, aber auch das ist halt der Punkt. Ne? Welcher Content wird wie konsumiert? Ne? Also es gibt manchmal einfach auch Sachen und ich targete etwas, aber wie gesagt, da bringen mir keine 1000 Zeichen Content was, weil das keine Sau mehr liest, ne? Sondern ich muss das als Video aufbereiten. Ich muss diese Zahlen sozusagen, die ich da in die Tabelle geklöppelt habe, ja, muss ich als Grafik aufbereiten, muss ich als Diagramm oder was weiß ich auch immer, damit es einfach snackable, damit es einfacher zu verstehen wird und damit Google auch wieder die Signale bekommt, ne, okay, das ist jetzt guter Content, das hat jetzt dem User geholfen, das war helpful Content. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, es geht darüber hinaus jetzt einfach nur der Content an sich, ja, sondern auch das Content Design, wie ist das Ganze aufbereitet. Genau, und ich glaube, das gehört zu diesem Themenkomplex mit dazu. Der Oliver ist übrigens zu spät, kein Problem, Eintrag ins Klassenbuch folgt. Nee, heute an meinem ersten Tag natürlich nicht. Genau, und ist kein Mist, du kannst das ja einfach nochmal im Nachhinein noch die ersten 15 Minuten anhören. War es nicht wert, aber trotzdem kannst du gerne machen, lieber Oliver. Du hast Und meinen übrigens, Rant von Markus verpasst. genau, Google Bing, AI ist böse, aber Googles AI entscheidet darüber, was helpful Content ist. Geil. Nochmal, AI ist nicht böse. Ne? Und ich sage jetzt auch wirklich nicht, benutzt keine dieser super fancy Content AI Content Tools oder was weiß ich auch immer. Das sage ich mitnichten. Aber ich sage halt nur, benutzt diesen Content nicht ausschließlich, also ausschließlich, ja, oder beziehungsweise lasst eure ganze Seite sozusagen nur von so einer AI schreiben, sondern benutze es nur als Vorlage für mich und dann gehe ich da nochmal drüber, ne, oder benutze es selektiv für bestimmte Bereiche, ne, aber da auch nochmal drüber gehen. Und ich glaube, da sozusagen, wenn ich ein AI-Content-Tool so nutze, da benutze ich es wirklich super und habe da auch wirklich die Möglichkeit, hier mit dem Content richtig gut entsprechend auch zu ranken. Ich kann mir sehr viel Zeit sparen, ne, aber nicht die ganze Zeit sparen, indem ich quasi das nur noch aus dem Tool daraus machen kann. Das geht nicht. Aber man kann sich ein bisschen Zeit sparen und ich glaube, das kann auch jeder hier gerne tun. Genau. Ich habe noch ein paar interessante Aspekte gefunden zum Helpful Content Update. Zum ersten hat der Kevin da einen ganz interessanten Tweet gemacht. Oh, da fällt mir ein, ich muss mal hier mal ganz kurz unser Video retweeten. Hier ist es. Zucker. Oh, guck mal, 0 Views. So, retweeten. Voll Meta, wie wir uns jetzt Ihr seht selber mich gerade, wie zwingen ich können. live Social Media Optimization mache. Wow. Ja. I love Twitter. Ja. Nee, übrigens, die Pamela hat noch was. Das wollen wir nicht. Und, hier, ich habe Unterschlagen. mal testweise per AI die Frage beantworten lassen: Wie lösche ich das Internet? Die Antwort war aber etwas grausam. Oh je. Die Genau. Antwort war bestimmt, du musst einfach nur Google googeln und danach geht's Internet kaputt. Da gab es mal diese interessante Geschichte von Google, wo Google sozusagen, wie können wir Spam reduzieren? Und da hat Google sozusagen hier AI, bitte, wie können wir Spam reduzieren? Und was ist das gemeinsame Vielfache oder was hat aller Spam gemeinsam? Er schmeckt schlecht. Nee, was hat aller Spam gemeinsam? Aller E-Mail-Spam? Was hat aller E-Mail-Spam oder auch Internet-Web-Spam? Was hat der gemeinsam? Er taucht in Massen auf. Er wird von einem Menschen initiiert. Und Googles Lösung war Kill all humans. Weil wenn es keine Menschen mehr gibt, gibt es auch keinen Spam mehr. Ne? Also, und das ist genau der Punkt. Ne? Ich will dann natürlich Spam bekämpfen, aber trotzdem noch Menschen auf der Welt haben, die dann eben keinen Spam mehr bekommen. Ne? Aber wenn ich mal komplett ergebnisoffen an das Thema rangehe, wie kann ich 0% Spam generieren? Weil wenn es keine Menschen mehr gibt, dann gibt es auch keinen Spam mehr. Ne? Problem solved. Wie gesagt, ist Quod vielleicht nicht erat die beste. demonstrandum. Genau. Und wenn man es dann noch Beispiele dafür sucht, geh mal auf den Mond, geh mal auf den Mars, da gibt es keine Menschen, gibt es auch keinen Spam. Nee, du willst. Ja, egal. Whatever. Das führt jetzt zu weit. Oh, guck mal hier. Was gab es jetzt hier? Hotelier like the tweet. Ah, geil hier. Der Hotelier. Servus, Sascha, geil. Ist jetzt der Chef von hotelier.de, by the way. Darf ich das verraten? Wahrscheinlich schon. Wenn nicht, keine Ahnung. Müssen wir die Show löschen. Machen wir doch eh. Genau, also auf jeden Fall fand ich das ganz cool, weil der Kevin hat das ganz nett gemacht.
I translated the announcement into actionables. Ne? Also mal genau dieses, was da halt Google irgendwie da zusammengeschrieben hat. Ne? Satisfy an existing demand, build an audience, factually correct content, focus on topic, original content, avoid users going back to the SERPs. Ne? Also sozusagen einfach nochmal, ja, verkürzt dargestellt, worum es geht. Und eigentlich, ihr seht es gerade und habt wahrscheinlich auch gerade gegähnt, so wie ich gerade innerlich gegähnt habe. Ja, wie immer. Ne? Und genau das war das, was ich am Anfang halt meinte. Also jeder SEO denkt, das ist jetzt neu. Ne? Aber wie gesagt, hier geht es um die Öffentlichkeit wirksame Ankündigung von genau dem, was hier, glaube ich, Googles Ziel war. Dann der Cyrus. Warte, da gab es jetzt noch mal ganz kurz zwei Antworten oder Nachrichten. Das Oh, sollte. hier, bisschen zu spät dabei, aber hi aus Solingen. Du, ich habe es gerade vorhin hier, kannst gerne noch mal den Anfang dir anhören. Ich habe gerade dein Buch vorgestellt. Genau, und Markus, genau, wir erwarten dich immer noch als Gast bei uns in der Show zum Thema SEO in China. Wäre cool. Aber cool, dass du mit dabei bist. Vielleicht bringst du noch ein paar extra Bücher mit, die wir dann verlosen können. Just say. Genau, wir reden davon. Hashtag Just Saying. Ich habe gewartet, bis du es endlich mal wieder sagst. Genau, ja, wenn ich halt 3 Wochen nicht da bin, dann kommt es halt noch nicht. Die Pamela. Alle Menschen zu töten war auch die Antwort auf, wie man das Internet am besten löscht. Yeah, geil. Okay. Ja, hoffen wir mal, dass die. Ja, genau. Ihr wisst, was ich hoffe. Liegt das eigentlich nur an mir oder seht ihr auch nur einen schwarzen Screen? Was? Wie? Als ich dein Buch in die Kamera gehalten habe. Ne? Also, nee. Kein schwarzer Screen. Also, ich glaube, alle anderen Leute können es sehen. Oh. Okay, also wahrscheinlich geht's jetzt. Der Sebastian, ah geil, Sebastian, servus, cool. Pro-Tipp, wenn man nicht sagt, dass man zu spät ist, merkt es auch keiner, wie zum Beispiel der Sebastian. Weil jetzt weiß ich auch nicht, war der die Anfang an dabei und hat sich erst jetzt gemeldet oder keine Ahnung. Also ich kann ihm auf jeden Fall keinen Eintragungsplatz im Buch geben. Aber der Markus freut sich auf jeden Fall, dass ich ein Buch vorgestellt habe, glaube ich. Oder er kommt in die Show und freut sich schon. Oh, habe zum Update auch ein Wayne-Video gemacht, falls es jemand interessiert. Das kann ich jetzt nicht drauf klicken, von dem kann ich es mich nicht angucken. Aber wen es interessiert, der klicke mal drauf. Also mich interessiert es auf jeden Fall, weil ich kann nicht drauf klicken. Ich werde es mir nachher angucken, lieber Marco, und empfehle es euch schon mal hier quasi ungesehen, also quasi mit No-Follow-Link. Ja? Also in dem Fall ist es sogar so, weil ich kann gar nicht mal anklicken. Screen ist wieder da, war nur 1 Minute. Na, das ist super. Das war wahrscheinlich die Zensur am Anfang, die Zensur Genau, im das ist jetzt Internet. nochmal. Genau, Chinesisch, wir reden über China. Oh, Moment, erstmal Great Wall of China. Ja, genau, beides. Alright. Genau, und hier, ich habe jetzt Cyrus-Tweet hier promoted aus einer Sache. Feels like old Panda with new signals. Ne? Es fühlt sich sehr nach, ja, einfach Panda an. Ne? Also, es ist einfach quasi Panda-Update, aber jetzt halt erstmal ongoing plus eben neue Signale entsprechend. Und aber am Ende des Tages, ja, alter Wein in neuen Schläuchen und sollte wirklich niemand, oh mein Gott, ich habe SEO schon immer falsch gemacht, weil jetzt macht Google wieder dieses Update. Also genau, also ich glaube, das hat hier keiner auch entsprechend gedacht. Ich glaube auch wirklich, das sind die Leute, die es am allerkältesten gelassen hat, dieses gesamte Thema, sind gerade die SEOs. Alle SEOs sagen, what? Das sage ich doch die ganze Zeit schon. Ich Ja. hoffe jetzt allerdings, letztes Jahr beim Page Experience Updates haben ja viele SEOs die internen Firmen hochgescheucht und sehr viel Stress gemacht, dass eben die Geschwindigkeit verbessert worden ist. Und dann dieses Riesen, okay, alle Seiten, die schlecht sind, sind komplett abgestraft worden, ist ja ein bisschen ausgeblieben. Nicht, dass wir jetzt sowas Gleiches nochmal haben, indem wir dann sagen, hey, guck mal, wir müssen jetzt besseren Content erstellen. Ich sage das die ganze Zeit und jetzt habe ich Proof von Google. Dann gibt es dann das Update und dann passiert wieder nicht mehr so viel. Übrigens, das Interessante ist ja auch gerade bei solchen öffentlichkeitswirksamen Geschichten, ne, ist ja auch wieder, wer löscht jetzt Content? Ne? Also, weil Google hat ja auch gesagt, John Müller hat das, glaube ich, ich habe das ja gar nicht, aber das fällt mir gerade ein. Ne? John Müller hat ja auch irgendwie wieder gesagt, so, ja, by the way, es kann auch ein Vorteil sein, eben diesen alten Scheiß-Content zu löschen, was wir auch immer wieder sagen. Ne? Also einfach Content, den niemand interessiert, raus, weg, 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 allen Scheiß, einfach mit dem Stahlbesen durchkehren. Ne? Alles, was auch nicht mehr rankt und was überhaupt gar keinen Sinn macht, Tags, alles raus. Ne? Aber hier auch nochmal von John Mew, ne? Also wie gesagt, es kann auch ein Fort, sozusagen, ich kann auch eine Ranking-Verbesserung erzielen, eben indem ich hier Content sozusagen wollen löschen, weil das ist Sidewind. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist ein Sidewind-Signal. Ne? Also sozusagen, es geht hier nicht wieder nur um die URL-Basis, also dass jetzt auch ein bestimmter Text jetzt schlecht ist, sondern wenn ich halt sehr vielen schlechten Text habe. Und deswegen klingt das ja so wie Panda, ne? Weil es eben auch wieder hier quasi Sidewind ist, weil es einen Impact auf die gesamte Seite hat. Aber auf jeden Fall, ne, gerade auch mit diesem Announcement und wieder Google, also hier John Müller, der sagt, hey, tut den Content raus entsprechend und das kann euch hier auch zum Vorteil gereichen, ne? Kann ich es auch wieder schaffen, dass Leute wieder
genau im proaktiv Scheiß-Content löschen. Ja, genauso wie es beim Pinguin-Update oder generell bei dem ganzen hier kauft keine Links und dann kann man abgestraft werden. Disallow. Dann auch Leute gedisavowed haben und Links wieder zurückgebaut haben oder was weiß ich auch immer. Ne? Also wie gesagt, durch diese öffentlichkeitswirksame Ankündigung, ne, schaffe ich es auch wieder, dass sich ein bestimmter Teil hier meiner Zielgruppe, die ich hier anspreche, also der Webmaster, ja, einfach auch ja, Probleme schon für mich löst. Ne? Und gerade das, was hier wieder gelöscht wird, ist doch super interessant, was hier jetzt wieder gelöscht wird. Alleine als Training-Set, weil jetzt hier ja Leute sagen, das ist Scheiß-Content, den lösche ich. Also hier sagen jetzt quasi, also kompetente Leute, ja, SEO-kompetente Leute, sagen jetzt quasi, das ist Scheiß-Content, den lösche ich. Und wenn ich jetzt sozusagen das wieder als Training-Set nehme, ne, kann ich ja genau das sozusagen gegen das Gesamtset laufen lassen. Sensationell. Ich meine, das ist jetzt natürlich, glaube ich jetzt nicht, dass das passiert, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat hier nochmal einen sehr interessanten Zusatznutzen, das eben, wie gesagt, so öffentlich zu spielen. Übrigens hier, danke Marco, war ein gutes Video. Also hier haben wir das Review vom Oliver. Also scheint wirklich ein gutes Video zu sein, was der Marco hier produziert hat. Also schaut es euch an. Google Bing sagt, genau, kennen wir ja, Kind von Chandler und Monica Bing, Google Bing. Welche Seiten werden von Helpful Content Update profitieren? Was glaubst du? Gute Seiten? Seiten, die sich wirklich, also ja. Die inhaltliche Bereiche haben, die wirklich unterstützen, wenn ich etwas Gewisses suche. Also Genau. Ich das, glaube nicht, alle dass man Seiten. sagen kann, irgendwie die werden jetzt irgendwie sicherlich davon profitieren oder sonst irgendwas, weil ich glaube, es ist eher andersherum. Ja, also sozusagen, also die Seiten werden profitieren, die schon länger in einem Bereich unterwegs sind, mit, also sozusagen und alles richtig machen, aber halt von Black Hats sozusagen hier ausgedribbelt werden, ne, die dann vielleicht sozusagen eben wegfliegen und dadurch babbel ich eben nach oben. Aber ich glaube, es ist jetzt hier nicht, dass. Also ich glaube hier, es geht eher um den Malus, also die schlechten Seiten rauszubekommen, als besonders gute Seiten zu promoten, weil man würde ja davon ausgehen, dass ich irgendwann nur noch gute Seiten halt habe und dann macht es ja wieder keinen Sinn, sozusagen hier zu promoten, ne? Sondern wie gesagt, eigentlich das eben, was nicht gut ist, zu demoten und wie gesagt, der Panda. Ne? Also deswegen glaube ich hier gar nicht, dass die Fragestellung ist, was wer profitiert davon. Mal ganz kurz, der Marco sagt, wenn AMP nicht klappt, dann halt verdichten. Hilft Google in jedem Fall. Ja, boah, jetzt bringst du ja zwei ganz andere Sachen durcheinander. Nee, zusammen, nicht durcheinander. Ja, okay, gut, lass ich jetzt einfach mal so stehen. Language Dude, was habe ich gesagt? Ich glaube, du hast dich ein bisschen wieder in Rage geredet. Was habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Der Google Bing? Google sagt, Websites für Menschen bauen, nicht für Suchmaschinen. Es gibt aber Content, den Google als not helpful einschätzt, aber für Menschen durchaus sinnvoll sein kann. Beispielsweise hinsichtlich Struktur und Vollständigkeit. Nicht jeder Nutzer kommt direkt über Google, sondern es sind vielleicht auch Stammbesucher. Ja gut, aber ich meine, dann ja noch viel mehr sollte der Content ja für den User sein. Also wenn die User, Leute nicht mal über Google quasi kommen, sondern über meine Webseite, ja, und dann schicke ich sie auf irgendwie so eine Textwüste von AI-generiertem Content. Also das wäre schon sehr sadistisch fast schon den Webseitenbesuchern gegenüber. Das würde natürlich nicht der Fall. Aber ich glaube, den Punkt, der ist mir nochmal wichtig, den du hier anbringst, lieber Google Bing, ne? Struktur und Vollständigkeit. Also gerade, was ich vorher meinte, Content Design. Ne? Also sozusagen, wir könnten auch beide, es gibt zwei Seiten, die haben beide mit AI-Content-Tools hier quasi gearbeitet, haben beide den gleichen Content. Der eine hat nur eine Textwüste, der andere hat es, wie gesagt, schön aufbereitet, gut aufbereitet, snackable gemacht oder was weiß ich auch immer. Da kann die eine Seite, obwohl sie eigentlich mehr oder weniger den gleichen Content haben, kann einen Vorteil haben. Ne? Weil, wie gesagt, Content an sich ist nicht nur der Text, ja, sondern der gesamte Content in sich und das Content Design. Ne? Also ich glaube, das sollte man hier alles als Gesamtpackage sehen und nicht singulär. Wie eigentlich immer beim SEO. Ne? Wie immer beim SEO, die Summe ist mehr als die Summe der Teile. Also Summe der Einzelteile. Sagt man das so? Schon. Ne? Du kannst es so sagen. Gut, sage ich auch so. Genau. Und der Marco sagt, Glossare werden sicherlich eine Rolle spielen. Logo. Ne? Aber ich glaube, das Wichtige ist auch, ne? Also bin ich jetzt in einem Bereich, wo ich überhaupt noch gar keinen guten Content habe. Ne? Also Google geht ja nicht her, ne? Und würde jetzt irgendeinen Content demoten, nur weil er jetzt vermeintlich mit AI-Tools geschrieben ist, während ich gar keinen anderen Content habe, den ich wiederum promoten kann. Also den ich wiederum dann, ja, der ist nicht gut, aber ach, eigentlich habe ich sonst keinen. Also dann nehme ich halt immer noch den schlechten. Ja? Weil, wie gesagt, auch der Einäugige ist unter den Blinden der König. Ne? Also wie gesagt, ich kann auch als Einäugiger, ja, kann ich immer noch der König sein, wenn ich halt, wie gesagt, genau, Häuptling der Blinden bin.
Sorry, macht keinen Sinn, wenn man es noch weiter ausführt. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Also hier gehen mehrere Facetten, spielen da natürlich mit rein. Das ist genauso wie mit Links, ne, dass Google da in manchen Bereichen ja durchaus weniger Probleme hat, ja, weil sie genau wissen, wenn ich hier quasi gleiches Recht für alle mache in diesem bestimmten Bereich, dann kommt am Ende nichts mehr Gescheites raus. Ne? Nehmen wir mal Online-Gambling oder was weiß ich auch immer. Ne? Wenn ich mal das ganze Ding da rausrechne, dann hängt am Ende für Poker nur noch, keine Ahnung, Spiegelartikel über Machtpoker im Kanzleramt. Das bringt ja auch nichts mehr, weil, wie gesagt, die Leute suchen ja auch hier bestimmte Pokerhäuser oder dergleichen. Also, wie gesagt, das ist, genau, muss man natürlich hier immer und im Kontext beleuchten. So. Und jetzt habe ich noch das Interessante, weil, genau, feels like old Panda with new signals. Aber ein Typ hat was super Interessantes rausgefunden und das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, und zwar der Tomek. Tomek übrigens dieses Jahr zum ersten Mal beim SEO-Oktoberfest G50 Summit dabei, ist auch fast einen Monat. Wow, geil. What's interesting about helpful update is that it's announced by the same person that announced a warning for affiliate websites back in 2014. I can see lots of similarities. Could it be the original algorithm was extended to all websites and become a site-wide ranking factor? Holy shit. Finde ich richtig cool. Wie gesagt, ich hatte das vorher schon mitbekommen. Jetzt hat er das auch noch rausgetweetet. Genau. Und das finde ich einen super, super, super interessanten Hinweis hier. Find. Ja, both updates were announced by Chris Nelson, ist ein Senior Staff Analyst, Search Ranking Team at Google. According to his LinkedIn, he manages a team that debugs ranking issues within Google Search and builds system to automate abuse prevention. Schau mal an. Ne? Also das ist wirklich scheinbar was, wo Google, also genau, schon länger daran arbeitet, beziehungsweise womit sie 2014, und das ist ja genau, was das auch getargetet hat, ne? Affiliate-Websites, ne? Also Scheiß-Content, Affiliate-Codes nach draußen, ne? Also auch so in die Richtung Product-Review-Update entsprechend, aber mehr, ne? Site-wide, ja? Also wirklich, also die ganze Seite ist halt Mist, ja, gegenüber mal viel Gutes dabei, aber nicht allzu viel Mist, ne? Also wie gesagt, typisches Panda, super interessant. Also wirklich ein sehr, sehr spannender Titbit hier vom Tomek, toller Find, wirklich toller Find. Genau, und by the way, ihr habt es ja auch nochmal hier nochmal verglichen. Ne? Our systems automatically identify content that seems to have little value, low added value, or is otherwise not particularly helpful to doing those searches. Und hier, ne, with thin or scraped content without adding substantial added value to the user. Ne? Das war 2014. Holy shit. Ne? Also von dem her, ich glaube, es ist sehr naheliegend, dass der Tomek hier wirklich absolut ins Schwarze getroffen hat. Also well done, Tomek, wie immer. Genau, was habe ich noch? Ich habe hier, genau, ich habe ja mehrere Sachen dazu gelesen. Es gibt natürlich einen guten Artikel wieder vom Glenn Gabe. Ne? Google Helpful Content Update introduces a new site-wide ranking signal targeting search engine first content and it's always running. Ne? AKA Panda. Und hier fand ich den wichtigsten Aspekt hier. Achso. Genau, er hat mit Dennis Sullivan hier noch telefoniert hier. During our call, Google's Dennis Sullivan explained to me that the new ranking signal is a classifier. If your site is deemed to have a lot of what Google considers unhelpful content, then this site will be classified that way. And that can negatively impact your rankings at a site level. Ne? Das ist ein Classifier. Also das heißt wirklich sozusagen so der Malus. Ne? Sozusagen, nein, deine Seite ist nicht gut. Ne? Typisch Panda, ne? Kennen wir noch alles wie so Panda. Ne, also von dem her, sehr interessante Parallelen vom Helpful Content Update zu Panda, wie auch diesem Affiliate Update von 2014. Also quasi Panda 3.0. Genau. Dann auch noch ein guter Artikel, den man dazu empfehlen kann, ist hier von Will Reynolds. Und der hat auch hier etwas. Genau, auch hier, geil geschrieben. Ne? Es geht so ein bisschen, was ich vorher gemeint habe. Also hier, er schreibt jetzt irgendwie hier Szenario 1, hey, have the software intern write up this best CRM guide, make sure to keep it to 1500 words with one H1 and two H2s. Scenario 2, GPT, 3 generated content, a language model that uses deep learning, bla bla. So, while that content can read well, does it truly offer expertise? Imagine if we allow a GPT-3 to write this article, also you're reading right now, which it could do, and it would sound great, versus my expertise of 23 plus years of search, which would you follow the advice of? Which content is more likely to be helpful to the user? Ne? Und das ist genau, was ich auch vorher meinte. Ne? Also es geht genau darum, die Expertise reinzubringen. Aber ihr könnt es einfach machen, ihr könnt so eine AI das vorschreiben lassen.
und dann nochmal mit eurem Gusto quasi darüber gehen und es wirklich zu eurem Text machen und auch wirklich helpful machen und auch mit eurer Expertise, mit euren Erfahrungen hier entsprechend halt anreichern. Ne? Also auch, wie gesagt, hier sehr, sehr interessante Sachen und vor allem auch Google Bing. Ne? Er geht auch mehr in diese Richtung, welche Seiten profitieren wahrscheinlich. Und er hat ja ein schönes Beispiel, ne? So ein Fact-Driven Query. Ne? What is a Ribeye Steak? Das ist ganz klar, was ist ein Ribeye Steak? Ne? Direkt ein Featured Snippet oder direkt kann ich das aus der Description hier raussehen. Ribeye is a tender, juicy and flavorful steak from the beef rib, primal cut. Okay, verstanden. So, aber jetzt, ne, wenn es wirklich darum geht, du, ich will jetzt hier, also ich habe jetzt eine wirkliche komplexere Frage, nicht nur, was etwas ist. Ja, ich brauche wirklich Expertise. Zum Beispiel, what happens when I dry age a ribeye for 1 hour versus 1 day versus 3 days? Das ist auch eine legitime Frage. Man hört immer, hey, dry age ist noch besser, aber wie lang muss das überhaupt sein? Eine Stunde, einen Tag, 3 Tage, keine Ahnung, was weiß ich auch immer. Ne? Und da ist Google einfach noch nicht so da. Der Content ist auch noch nicht da. Und ich glaube, das ist genau dieses Level an Expertise, was hier eben auch Google sehen wird. Und es ist wieder auch der Facilitator. Ne? Also, dass ich eben dadurch, dass es überhaupt möglich wird, auch hier eine gute Antwort zu bekommen, tue ich auch wieder solche Suchen fördern. Ne? Das kennen wir noch von früher. Ganz früher konnte man gerade mal Shorthead suchen. Man konnte ein Wort Suchanfragen. Ne? Schon ab 2 Wort Suchanfragen wurde das Ganze schon sehr fuzzy. Ne? Oder wie gesagt, Ask Jeeves, ja, stellt richtige Fragen. Hat früher nicht funktioniert. Ja? Mittlerweile funktioniert das. Und die Leute haben das auch gelernt. Das heißt, die Fragen also sozusagen werden komplexer. Es wird mehr conversational, weil es möglich ist. Und ich glaube auch wieder das, dass es einfach möglich wird, solche Fragen überhaupt eben auch zu stellen. Ne, das genau, wird es auch wieder entsprechend auch die Adoption eben treiben. Also sehr, sehr interessante, sehr, sehr interessante Tidbits hier auch bei Will Reynolds, die ich euch empfehlen kann. Und als allerletztes kann man natürlich hier diese wirklich hervorragende, dieses hervorragende Google-Sheet von der Alaida empfehlen, ne, die einfach hier nochmal ein bisschen diese Fragen erweitert hat, die man sich stellen sollte, die man sich stellen konnte, um einfach selber ein bisschen zu auditen, ob ich jetzt hier also helpful Content quasi bereitstelle oder eben nicht. Also kann man hier eindeutig auch nochmal empfehlen, wie eigentlich immer. Ne? Fast ungesehen kann man das empfehlen, aber ich finde es schon auch, ich finde auch diese Einteilung nach diesen unterschiedlichen Typen einfach sehr spannend, was ich natürlich wieder nutzen kann. Es ist natürlich die Frage, kann ich jetzt diese Fragen nehmen, ans GPT-3 mitgeben und hoffen, dass sie dann darauf die Antworten dann liefern? Viel Spaß. Genau. Darüber reden wir dann in 10 Jahren. Also, ja, egal. Genau. Wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Dann, John Müller, Beautiful SEO Rant on Doing versus Reading. I love it. Ja, weil ich genau sowas sage ich halt auch immer wieder. Ne? Also, es ist so, so geil. Ja, also, ja, also. Ja, genau das. Also es wird viel zu viel diskutiert, wird viel zu viel gelabert oder was weiß ich auch immer und viel zu wenig getan. Genau, also vielen Dank, John. Ich muss gar nicht drauf eingehen, genau, sonst fange ich wieder an zu ranten. Genau, dann, hat sich noch getan? Hier, we are improving the Core Web Vitals Report. Yay, und das ist auch wirklich cool. Wenn ihr schon mal reingeguckt habt, ich war natürlich auch gestern direkt in der Search Console drin, habe mir das noch angeguckt, finde ich super. From today I will start surfacing URL-Level Data in the example URLs and we've made some textual changes to the report to make it clearer. Read more about the Core Web Vitals Report bei supportgoogle.com. Genau, oder beziehungsweise guckt es euch selber in der Search Console an, finde ich wirklich ein super Improvement, entsprechend gerade fürs Bugfixing, Double Troubleshooting für die eigene Seite. Genau, und wie gesagt, finden wir natürlich immer super, wenn Google hier einfach mehr hilft dem Webmaster, ne? Weil genau, am Ende des Tages profitieren wir alle davon, weil wir wahrscheinlich schon mehr Webseiten haben. Übrigens, Core Web Vitals hier, guck mal hier, krass, ne? Seit das hier das Thema quasi gelauncht ist, wuff, ja, plus 9.300 Growth, ne? Also man kann hier wirklich deutlich sehen, Core Web Vitals ist ein absolutes Trend-Topic. Übrigens genauso wie hier Google Web Stories auch, ne, hier oder Google Discover, ne, aber auch gerade Google Web Stories. Ja, habt ihr ja auch schon eine längere Zeit. Guckt euch das Thema an. Jetzt fängt es auch in Deutschland an. Google fängt jetzt auch in Deutschland an, Google Web Stories entsprechend zu promoten, ne, in den SERPs. Ne, das ist ein super spannendes Thema und wird immer spannender, wie auch hier. By the way, das ist Exploding Topics. Kennt ihr ja, jetzt hat ja auch der Brian Dean, der ja da von Semrush jetzt gekauft wurde, genau, hat das ja gemacht. Und ja, immer interessant. Also man kriegt ja immer sehr, sehr interessante Tidbits raus. Krass hier, DeepL Translator. Wahnsinn. Swiss Cheese Plant.
Warum auch immer. Keine Ahnung. Swiss Cheese Plant, eine Käsepflanze. Genau, wieder mit C Serum. Okay, krass. Airfryer, ja, krass. Ja, also ja, ist immer cool für Affiliates. Lohnt sich das immer, Exploding Topics. Genau, weil kann man immer was an Nischen hier entsprechend finden. Cool. Ich wusste jetzt nicht, aber jetzt kann ich, glaube ich, ich zeige es gleich nochmal. Dann ganz neu: The International Targeting Report has been deprecated and will be removed from Search Console soon. We continue to support Ahreflang in our recommendations for managing multilingual and multi-regional sites still stand. Aber warum zeigt ihr es nicht mehr an? Ihr kennt das. So sah das aus, ne, in der Search Console. Und ich kann sofort sehen, wo Errors sind oder was weiß ich auch immer. Und das entsprechend troubleshooten. Ja. Warum wird das? What? Klar, ich meine auch andere. Unter anderem auch Riot, ne? Damit kann man das super auditen, funktioniert super, ne? Aber ich glaube, es ist ja gerade auch nochmal wichtig, dass die Information von Google kommt. Ja, das kennen wir ja aus unserer Praxis. Ja, es ist so wichtig, ja, wenn man auf Google verweisen kann. Weil hier, guck mal, in der Search Console siehst du, da ist wirklich ein Problem. Also das zeigen wir hier nicht nur bei Riot, sondern das ist ein wirkliches Problem. Ne? Also von dem her begrüße ich es eigentlich schon immer, dass sich sowas dann auch wieder in der Google Search Console findet. Also immer kommunikativ super wichtig, wenn man dann halt die Stakeholder des C-Level überzeugen will. Ne? Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn man sagt, hey, also in Riot ist das so und wir sollten das tun, gegenüber, hey, in der Search Console ist das so. Ne? Wie gesagt, das ist eine Menge Overlap. Ich meine, ja, Logo, ja, das gleiche Ziel. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube immer, gerade Stakeholder Buy-in kriegt man halt immer mehr und schneller durch, genau, einfach direkt von Google kommende Informationen. Also ich finde es ein bisschen komisch, dass es da nicht mehr angezeigt wird. Ja, keine Ahnung, komischer Case. Ich werde es vermissen, auf jeden Fall. Also 22. September, das ist auch nicht mal so weit weg, ne? Wahnsinn. Egal, also vor allem, wir sehen ja auch aus unserer täglichen Praxis, wie häufig das noch falsch gemacht wird, ne? Und man findet da immer was, ne? Und dann auch wirklich, dass die falschen Seiten im falschen Markt entsprechend ranken und solche Geschichten. Ja, also werden wir bald nicht mehr in der Search Console sehen können. Was haben wir noch? Ah, nochmal der Cyrus, Google Search Console Crawl Stats Report, genau, der ist ja neu auch, ne? Und ich finde ihn so gut. Also der neue Crawl Stats Report ist echt gut, ist so viel besser geworden. It's probably the most underrated tool you're not using. Also ich benutze es, thank you. Probably because Google hid the reports in the interface. Das stimmt allerdings, ist ein bisschen versteckt. Genau, also das wisst ihr natürlich alle. Und genau, bricht einfach nochmal eine Lanze dafür. Und übrigens auch hier ein sehr interessanter Ding, ne? Also wo er see how often Googlebot encountered 301 Redirects for Error Pages, lalala, ne? Und er packt es jetzt hier sogar nochmal in der Tabelle und guckt auch wirklich, wie welche Seiten wie häufig hier entsprechenden 404 oder was weiß ich auch immer bekommen. Ne? Genau, also wirklich da nochmal eine Lanze gebrochen für den neuen Crawl Stats Report. Und genau, das unterstütze ich gerne, weil der ist wirklich super geworden und hilft enorm. Auch bei vielen Problemen, die wir hier in unserer täglichen Arbeit mit unseren Kunden halt haben. Genau, es ist ein bisschen einfacher geworden. Dann, Definitiv. ach geil, hier der Valentin. Oh, da fällt mir an, der Valentin, ich sehe ihn gar nicht. Ist nicht da. Genau. Move along, no surprise here. Total geil. I did a demo of the Google Noise Maker that makes some noise every time your computer talks to Google. Also, und genau, eigentlich hört man die ganze Zeit halt Geräusche. Dasselbe. Wie oft der sozusagen hier an Google Informationen zurücksendet. Klar, ich meine, du tippst gerade was ein, natürlich wird das an Google zurückgespielt, ne? Hast du eine Suggestion? Was sucht er wahrscheinlich? Ne? Was will er hier wahrscheinlich tippen? Ne? Natürlich passiert das, aber das ist natürlich immer scary, sozusagen zu sehen, wie oft hier quasi nach Hause gefunkt wird, entsprechend. Aber wie gesagt, move along, nothing to see here. Ich glaube, toll zusammengefasst hier vom Valentin, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Dann, was habe ich noch? Ah, geil. Das gab es auch. Ja, Dennison, we tend to see subdomains apart from root domains, but it can also depend on many factors. Genau, das ist ja auch immer, warum ich hier unsere Subdomain-Logik hier verteidige, immer, ne? Also weil viele mich schon davon überzeugen wollten, das auf ein Directory zu moven und dass ich dann vermeintlich irgendwelche Ranking-Vorteile hätte. Ja, viel Spaß. Nee, machen wir natürlich nicht. Und auch wieder da, man kann jeden Setup da entsprechend wählen. Wenn man es richtig implementiert, dann funktioniert es auch. Also ich habe da keinen inhärenten Malus, nur weil ich hier sozusagen einen suboptimalen Setup wähle. Also no worries. Und das ist auch genau, glaube ich, was der Danny hier meint.
Und genau, da war da nochmal, was er dann komplett in Versalien da geschrieben hat, weil das irgendwie so ein Meme war oder was weiß ich auch immer. Aber egal. Also auf jeden Fall hier nochmal, genau, nette Ich glaube, da musst Recherche. du direkt auf den Will ich Tweet gar von Danny draufklicken. Ich fand es nur ganz lustig, weil Johann natürlich diese Fragen immer wieder ganz gerne stellt, ja, sozusagen, Subfolder Directory. Also, guck mal, hier hast du eine Antwort von Google. Aber ich stimme dir komplett zu. genau, wenn wir jetzt immer rausziehen, entsprechend, wenn er Jon uns wieder nerven will. Ja, Glenn meine Gabe hat auch Baumwolle. nochmal was ganz gefunden. Quick Update. After sharing Discover, showing my name versus site. Some said they could tell Google to not show content from a specific author. Genau. Und das ist halt richtig interessant, ne? Glenn Gabe, also dass hier der Author steht, aber nicht mehr das Medium. Ja, und ich kann sogar hier auch wieder Autoren wieder deaktivieren. Und das ist wieder super, super interessant. Ne? Wir haben Google Plus, alle Google Plus interessiert, implementiert, RHEL Author und was weiß ich auch immer ausgezeichnet. Und Google sagt, nee, machen wir doch nicht mehr. Auch wenn man überhaupt Google Plus auch wieder machen wir wieder platt, obwohl das natürlich nicht stimmt. Ist ja immer noch im Hintergrund und immer noch super wichtig. War ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Google Plus. Aber jetzt kommt sozusagen dieses gesamte Authorship-Thema, Author. Relevance, Author Authority und dergleichen, ja, kommt hier wieder dank Discover. Und das ist ja auch wieder das Schöne, ne, weil Discover ist ja wieder, also sozusagen, nicht, also, ne, ich suche etwas aktiv, bekomme dann was, wähle dann vielleicht nochmal aus in der Top 10, sondern hier, ja, kriege ich ja generell, werde ich einfach berieselt mit Informationen und guck mal da, du liest immer Artikel von diesem einem Autor. Ne? Und genau, könnte man jetzt in dem bestimmten Bereich auch demoten, zu was schreibt der normalerweise, was interessiert dich, ne? Das wieder cross-matchen, super interessante Trainingdaten hier auch wieder, um einfach zu lernen, welche Autoren sind in welchen Bereichen auch gut und produzieren da guten Content. Wie lange bleibt jemand auf diesem Artikel, ne, bevor er wieder zurückgeht, sich einen anderen Artikel halt anschaut, ne? Werden diese Artikel halt auch im Großteil komplett gelesen oder nur gescannt oder dergleichen. Also wie gesagt, unglaublich viele geile Daten, die Google dadurch ziehen kann. Und werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit deutlich häufiger sehen. Das ist ein geiler Artikel, den ich euch nicht vorenthalten will. I replaced all our block thumbnails using DALL-E for just $45. Here's what I learned. Super geil. Also wir wissen ja alle, Posts mit Blogposts with images get 2,3 times more engagement. Ja? Aber ihr kennt das selber, ne? Freie Bilder suchen oder was weiß ich auch immer, das Mods Hassel und die sind schon gegangen. Mei, wir lassen halt Dali das entsprechend halt schreiben. Ne? Zum Beispiel hier, my favorite is the image below for post discussing some of our pre-built Docker Container. Ne? Da hat er gesagt, prompt, blue whale with stacks of shipping containers on its back. Genau, total lustig. Und die AI hat das einfach mal gebaut. Ja? Aber auch die Probleme, die man eben damit hat. Also wie beschreibt man das eben auch richtig, ne, um auch dann natürlich den richtigen Output zu bekommen, weil am Ende des Tages ist die AI, also künstliche Intelligenz, dann doch nicht so intelligent, ja, sondern ich muss es halt gut beschreiben. Ja, und da haben sie dann natürlich auch viel gemerkt. Dann auch das finde ich sehr interessant, Stylistic Modifiers. Ne, also, dass hier zum Beispiel ein bestimmtes Visual Aesthetic, also Cottagecore-Robot sozusagen, also dass ich halt, ich will einen bestimmten Stil hier auch haben. Also, ich grenze das sozusagen zu einem gewissen Maße halt auch ein. Ein Astronaut lounging in a tropical resort in space. Geil. Genau. Und genau, mit Photoshop kann man Gibberish Text schnell rausmachen. Das kann der Marco auch besonders gut. Genau. Ich glaube, er hat halt irgendwas zum Thema Photoshop wieder gemacht. Deswegen muss ich das kurz sagen. Genau. Und. Genau, the role of humans isn't going away soon. Und das Krasse halt wirklich, also Getty Images, das ist ein Riesenproblem für Getty. Ne? Also ich meine, klar, im Moment gehen die halt her, sagen, wir brauchen dieses Bild, ne? Fotograf, geh mal her, mach das und ja, macht es einfach halt so. Holy shit. Ne? Vielleicht genauso als börsennotiertes Unternehmen nicht die beste Message. Also wie gesagt, super interessanter Artikel. Also wer sich mit sowas beschäftigt, sollte das lesen. Also da kann man wirklich eine ganze Menge lernen. Und genau, daher hier klare Empfehlung auch für euch. Dann, das Index if embedded work as expected. Habt ihr vielleicht auch im Wingman-Newsletter gelesen, der wieder am Dienstag rauskam, der übrigens wieder auch sensationell war, ging nämlich auch wieder über natürlich Content, Helpful Content Update und dergleichen. Also wirklich ein super Rundumschlag mit sehr, sehr guten Meinungen von sehr kompetenten Leuten. Und da, ich glaube, die Jolle hatte das auch mit diesem Index Embedded Work Expected, glaube ich. Und genau, am Ende des Tages, ja, es funktioniert so, wie man es erwarten würde. Genau, also long story short. Aber wieder geil. Und deswegen will ich es euch auch zeigen, auch wieder auch für euch als SEOs. Ne?
Man kann also wieder auch sehen, wie schnell ich hier einen Content schaffen kann, der auch international richtig quasi erstmal überall, also ich meine, das Ding wurde super oft geshared, geliked, weitergeleitet, diskutiert in Newslettern und was weiß ich auch immer. Und eigentlich ist es relativ einfach, ne? Ich mache einfach hier einen Test-Setup, ne? Und teste das einfach mal, sodass andere Leute eben genau diesen Test gar nicht machen können, sondern einfach hier mal ein Best Practice Machen entsprechend müssen. lesen und nehmen können. Bitte was? Nicht, dass die anderen Leute nicht deinen Test machen können, sondern den Test machen müssen. Genau. Und das ist genau der Punkt, ne? Also es ist eigentlich super easy, ne? Und ich kann hier damit ja enorm Reichweite halt generieren und mich als SEO entsprechend halt auch eben präsentieren, ne? Mit, ja, indem ich mir einfach sowas nehme und es einfach mal teste. 302 versus 301 oder was hatten wir letzt? Es gab es so nochmal 404 gegen 410, ne? Auch nochmal, das war ja auch nochmal, dann hatte ich es euch auch genau aus dem Grund, also nicht wegen der, also was da halt rauskommt, okay, es ist halt so, wie wir es erwarten, ne? Sondern wie gesagt, alleine wie durch eine simple Fragestellung und dann auch einen relativ simplen Test-Setup, ne? Ich hier ja einfach super Content schaffen kann, der richtig hier einmal durchs globale SEO-Dorf getrieben wird, ne? Also tolles Beispiel hier wieder auf TenTheBots. Der Jochen hat kurz noch was geschrieben. Ich weiß nicht, ob Oh. wir es hier noch mit reinnehmen wollen. Habt ihr die Abmahnwelle in AT mitbekommen? Ihr konntet dadurch neue Kunden gewinnen, die Google Fonts lokal geladen. Ich konnte dadurch neue Kunden gewinnen, die Google Fonts lokal geladen haben wollen. Ja, genau. Das ist auch genau die Empfehlung. Haben wir mitbekommen, hatten wir gerade auch wieder in der täglichen Dosis, nee, in unserer In der Sprechstunde genau um Wuchs-Sprechstunde. 11. Genau, da wird ja gerade abgemahnt wegen Google Fonts, ne, die eben auf Google, also Google CDN quasi halt laufen. Bedeutet, wenn jemand auf die Seite kommt, die Seite wird sozusagen mit meinem Font quasi da zusammengebastelt, ne, da das über das CDN ausgeliefert wird, kann Google jetzt zum Beispiel die IP-Adresse von diesem User sehen. Das darf natürlich nicht passieren laut DSGVO und deswegen wurde hier abgemahnt. Aber grundsätzlich, ne, ist ja sowieso die Empfehlung, lokal hosten sollte man sowieso machen, weil ich so die Möglichkeit habe, das auch nochmal zu optimieren. Ne? Also nicht nur, wie gesagt, ich habe jetzt denselben Font-File, ich habe jetzt eine Domain, ein Host weniger, der hier quasi gepreformt oder quasi angefragt werden muss. Ne? Allein, klar, ich meine, allein der Connection-Requester, ne? Die Latenz. Ich habe außerdem auch die Möglichkeit, wie wir das zum Beispiel bei Write machen. Ne? Wir haben auch einen Custom-Fontsatz, den wir lokal gehostet haben, wo wir dann genau die Zeichen, die Schriftsätze quasi rausgenommen haben, die wir eben nicht auf der Seite benutzen. Also wenn ich ein Zeichen gar nicht auf der Seite benutze, dann muss ich es eben auch nicht in den Font laden. Und auch da kann man sich nochmal ein paar Kilobyte sparen. Macht der Jochen sicherlich auch so für seine Kunden. Und also von dem her sehe ich es auch eher als definitiven Vorteil, das entsprechend halt so zu machen. Und dann habe ich auch kein Problem mit dieser Abmahnwelle, was reine Geldmacherei wieder ist. Da geht es nicht um DSGVO, da geht es nicht irgendwie um irgendwelche Concerns bezüglich Datenschutz. Das ist einfach reine Geldmacher, wahrscheinlich wieder von diesem einen Anwalt. So, does adding product description above the fold improve SEO? Keine Ahnung, das interessiert mich. Wie sieht es aus? Das eine ist so, Product Name. Ah, dass hier eine Beschreibung above the fold ist, würde ich immer sagen, ist gut. Oder dass ich die Beschreibung irgendwie nicht erst runterscrollen muss. Wenn sie sinnvoll ist, ja. Ja, genau. 14% Uplift auf Desktop. Klasse. Spannend. Gut. Nothing else to add. Guck mal, Semrush, was haben die getestet? Adding Unicode Characters to the Meta Description. Ah, wieder typisch deutsch. I love it. Ja, wie sieht's aus? Case Study sieht so aus, before, after. Geil, es sieht doch deutlich besser aus. Allein mit diesen, ne, mit den Noten hier drin. In dem Fall geht es um DJ-Headphones. Also würde ich jetzt wieder erwarten, geht nach oben und, oh, na doch, leicht. We saw that. Lalalala. Ja, gut. 3,4% increase in Clicks to the tested pages. Aber, genau, aber ich meine noch, das ist jetzt nur 21 Tage. Ich glaube, gerade wenn ich hier die bessere Klickrate auch in den SERPs bekomme, werde ich auch langsam da nach oben babbeln. Also. Genau, kann man auch wieder empfehlen. Aber wie gesagt, immer auf Land achten. Wir wissen es ja noch von unserer Kollegin der Izzy, die uns gesagt hat, was, wie, solche Charakter in dem Snippet, das wirkt immer spammy. In Deutschland lieben sie es, in UK wirkt es spammy. Ich Naja. dachte gerade, du sagst immer auf Land achten. Land in Sicht. Nein, Mann. Aber genau, also wie gesagt, hier gibt es ein persönliches Gusto unterschiedlicher Länder, aber ich meine, die Engländer essen auch Baked Beans zum Frühstück. Just saying. Nothing more to add, braucht man nichts Genau. dazu zu sagen. Oh, das ist cool. Chrome Recorder Plus Real Webpage Test. Geil. Das ist richtig cool. Genau, wusste ich gar nicht, weil ich kann hier auch sozusagen in Real, pass auf, guck mal, super Video, ich muss gar nicht sagen. Ihr seht es direkt, ne? Kann ich das hier direkt, quasi das Skript-Ding, kann hier automatisch quasi auch mehr requeren. Geiler Hint.
Es ist schon 13 Uhr, deswegen gehe ich ein bisschen schneller vor. Ihr könnt es ja gleich nochmal gucken. Ich share das natürlich alles wieder in unserer World of Wooks, wo ihr sicherlich auch Mitglied seid. Das war auch noch, während ich weg war, das About This Result kommt scheinbar jetzt auch nach Deutschland. Geil. Ich warte immer noch auf das erste Scraper-Tool, ja, das diese Daten auch mitscrapt. Das wird super interessant, ja, wenn diese Daten mitgescraped werden können. Genau, habe ich noch nicht gesehen. Und wie gesagt, erstmal wurde das jetzt aufgebohrt, da gibt es jetzt deutlich mehr entsprechend auch zu sehen, gerade auch zum Hintergrund einer bestimmten Webseite und wie gesagt, aber vor allem, dass es auch wahrscheinlich jetzt bald in Deutschland entsprechend rausgerollt wird, können wir natürlich kaum erwarten. Dann, geil, apropos Guidelines, genau, turns out it's not 2005 anymore, geil hier. August 11, removed our documentation about rich media files such as Silverlight and Flash. Turns out, it's not 2005 anymore. Geil. Also wenn der auch wirklich aktuell jemand noch zu Silverlight oder Flash sucht, ja genau, genau, willkommen in der Zukunft. Keine Ahnung, kann ja sein, Marty McFly fliegt hier hin, ne? Und dann denkt, es wäre immer noch State of the Art hier mit Flash-Webseiten zu arbeiten. Genau, man weiß es ja nie, man weiß es ja nie. Das fand ich auch cool. Google Search View in 3D for some Wayfair Listings. Also Google tut hier von Wayfair 3D-Modelle hier quasi anzeigen. Krass. Da fällt mir eigentlich, ich glaube, Wayfair hat gerade irgendwie 10% seiner Belegschaft irgendwie entlassen. Aber geile Integration hier bei Google. Genau, habe ich nur gesehen. Was habe ich noch? Krass. Rumble gets to see some of the Google Aldo. Das ist super krass. Da gab es eine Legal Decision. Friday decision against Google ensures that the suit now proceeds to the discovery stage, ja, where Rumble will have the right to obtain from Google a broad and sweeping range of information about its practices, including internal documents on Google's algorithmic manipulation of its search engine and the onerous requirements it imposes on companies dependent upon its infrastructure to all but force customers to use YouTube. Holy shit, ja, wow, ja, ich hoffe, das wird öffentlich gecovert, nee, wird es natürlich nicht, also ich glaube auch gerade, dass diese Documents dann nur in einem Room sind, wo man dann auch nur ohne Handy rein darf und solche Geschichten, ich meine, das ist unglaublich, ja, dass man da, ja, wir zeigen dir mal ein paar interne Docs, hast du Bock, ja, also genau, man muss Google nur verklagen, also brauchen wir natürlich nicht. Das ist jetzt ein Best Practice. Nur mal Google verklagen. Genau. Genau, der Choco-Taco wurde übrigens beerdigt. Fand ich eigentlich auch immer ein cooles Eis. Ich weiß nicht, in Amerika gibt es das nicht mehr. Und guck mal hier von Google. Geil, was die hier da reingebastelt haben. Geil, Google ist immer lustig. Dann, you.com raises 25 Millionen to challenge Google Search Dominance. Krass, 25 Millionen. Ja, ist cool. Der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein, ist mein Kommentar dazu. Dann, interessanter Artikel hier vom Cyrus. 23 Millionen internal links in Google SEO Case Study. Fand ich auch super interessant. Wirklich super, super interessant. Muss man ja auch durchlesen. Deswegen share ich das natürlich auch nochmal in der World of Wooks. Genau. The most common issues for news publishers. Einfach nochmal ein schöner Artikel von Barry, der alles gerade so den State of the Art zusammenfasst für News Publisher. Und last but not least, super Case Study hier bei Google. How Rakuten's 24's Investment in Core Web Vitals increased Revenue per Visitor by 53% and Conversion Rate by 33%. Ne? Und darum geht es, wie gesagt, sagen wir immer wieder gerne, hier geht es nicht um SEO. Am Ende geht es um die Top-Line. Ne? Also hier wird mehr verdient. Und das, also wie gesagt, Core Web Vitals sind hier nicht, was man aus SEO-Gesichtspunkten macht, sondern um mehr zu verdienen. Also get on it. Deswegen auch hier nochmal der Share. Wie gesagt, packe ich gleich alles noch in die World of Wooks. Genau. Und ich bin raus. Super, danke euch. Geil. Cool, dass du mit dabei warst. Und genau, das war es auch schon für heute. 3:01. Yeah. Gerade so geschafft. Wann sind wir nächste Woche? Montag, oder? Montag auf jeden Fall wieder. Montag bin ich ja, ich bin ja nächste Woche in Berlin unterwegs. Da gibt es in Berlin ein Meetup von der Debt Agency. Da freue ich mich dran, teilnehmen zu dürfen. Und dementsprechend müssen wir nochmal gucken, wie wir es machen. Aber ich glaube, am Montag können wir schon mal schauen, dass wir da mal eine Session finden. Und ansonsten sind wir auf jeden Fall am Mittwoch wieder dabei. Genau, am Mittwoch bist du dann aus dem Debt-Office entsprechend. Genau, von dem Debt-Meetup, das wird super spannend, aber ich glaube, am Montag machen wir auf jeden Fall zusammen. Genau, also, sau cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Fühlt sich wieder an wie früher, also wie vor 3 Wochen. Wirklich eine Menge passiert, war cool, dass man. Damals, als die Stummfilme noch im Radio liefen. Genau. Ich würde gerne noch zuhören, aber ich habe einfach keine Lust. So, also in dem Sinne, machen meine Kids übrigens jetzt immer. Ne? Also, immer. Ich würde gerne ins Bett gehen, aber leider keine Lust. Genau. Ja, also in dem Sinne war es super, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche am Montag wieder mit dabei. Wie gesagt, jetzt gehen wir wieder, machen ganz normal weiter wie bisher. Ich habe erstmal keinen Urlaub mehr.
Und reimt sich sogar. Sehr geil. Alles, was sich reimt, ist gut, hat Pumuckl immer gesagt. Und in dem Sinne würde ich euch sagen, genau, happy optimizing, macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Haut rein. Danke, bis nächste Tschüss. Woche. Oh, der Henning, geil. Servus, Henning. Tschüss. Geil. Macht's gut. Keep on waving.